Krone, respektive Brüggen, hat in Herzlake eine automatisierte Bodenrahmenfertigung für die Wechselbrücken installiert. Und daher braucht es nur noch wenige menschliche Handgriffe, um den Schweißrobotern die Teile für die Seitenschiene zuzuführen. Die dafür erforderlichen lediglich 7 Humanoiden tun dies, weil sie es mögen, in heller und arbeitsfreundlicher Umgebung. Die übrigen Bauteile wie Querträger, Front- und Heckschiene sowie die Tragrohrverstärkung werden dann automatisch komplettiert und höchst präzise miteinander verschweißt. Da diese Anlage weltweit wirklich einmalig ist, Chaka, bitten wir aber um Nachsicht, dass wir bildtechnisch nicht aus dem Vollen schöpfen können, sondern mehr im Detail bleiben müssen. Fakt ist, dass 18 Roboter in weniger als einer Viertelstunde 25 Meter sauberste MAG-Schweißnadeln legen und 550 Schweißpunkte erzeugen. Dieses Metallaktivgas-Schweißverfahren können wir uns aber etwas näher ansehen. Das verwendete Schutzgas ist CO2 und dient als Stabilisierung des Lichtbogens. Und der ständig nachgeführte Schweißdraht dient als Elektrode und schmilzt natürlich bei ca. 3000 Grad Celsius Lichtbogentemperatur blitzschnell auf und bildet den Grundstoff für die verbindende Schweißnaht. Die MAG-Anlage macht also Meter und die elektrischen Schweißzangen bringen die Verbindung auf den Punkt. Der fertig geschweißte Bodenrahmen geht dann wie üblich in die Strahlanlage, kommt dort metallisch blank raus und freut sich schon auf das wohlverdiente KTL-Bad. Bevor er aber das nehmen darf, muss er noch eine Qualitätsprüfung bestehen. Da aber gerade die automatisierte Fertigung Garant für eine immer gleiche Top-Qualität und Maßhaltigkeit ist, hat bis dato noch kein Bodenrahmen auf das Bad verzichten müssen. Das Thema Qualität in Herzlake respektive in der gesamten Krone-Gruppe möchten wir aber gerne in einem kommenden Beitrag noch weiter vertiefen.